Willkommen zurück zu Mario und Luigi Toon Team Bros. Oh. Was passiert jetzt? Das ist ein bisschen seltsam. Das ist mit Luigi stimmt was nicht. Hm, was ist denn los, Luigi? Mario, warum brauchst du so lange? So langsam werde ich etwas unruhig. Mario! Ja, selbst Glitzer stellen macht sich nun Sorgen. Mario! Alles klar da drin? Ob er es wohl bis zum Grund der Traumwelt geschafft hat? Da sind sie. Erwischt. Oh. Gut. Kann nun weitergehen. Ha. Ein Nickerchen an einem Ort wie diesem. Das sieht ja wirklich sehr bequem aus. Übrigens, diese drei kennt man schon aus Mario und Luigi Abenteuer Bowser. Ich glaube, die heißen Gumbert, Gaido und Parodi. Und das letzte Mal tauchten sie heute in diesem Spiel auf. Ihr könnt hier... Ihr hier? Was macht ihr überhaupt? Entschuldige mal, was ist denn das für ein Tonfall? Meinst du etwa, wir sollten nicht hier sein? Oho, seid ihr etwa auch auf... Einladung des Verwalters auf der Insel. Ich habe ja da meinen Zweifel. Wahrscheinlich habt ihr euch einfach irgendwo von die. Habt ihr einfach nur irgendwo von dieser Insel gehört. Genau. Und dann habt ihr euch einfach selbst eingeladen. Volltreffer. Wir haben Informationen über diese interessante kleine Insel erhalten. Und so durften die Bonder und sein Gefolge. Ohne Unzweifel hierher exekutieren. Jegliche Beschwerde zu dieser Angelegenheit wird schnellstmöglichst von den Elite-Fäusten bearbeitet. Elite? Jawohl. Deine Großzügigkeit hat uns alle drei befördert. Wir gehören jetzt zu Bowsers persönliche Elite Lifeguardisten. Besonders elitär seht ihr aber trotzdem nicht aus. Genug geplappert. Während wir hier reden, rückt die Ankunft seiner Krisengrämigkeit näher. Seine Hörner glänzen gar zornig. Seine Stacheln funken voll Bosheit. Jede Sekunde wird er hier sein. Seine Pünktlichkeit wird erscheinen. Oh, wenn man nicht gerade von ihm spricht. Bowser! Was willst du? Ist es wahr? Prinzessin Peach ist verschwunden. Was soll das? Sie gehört mir. Nur ich darf Peach entführen. Wer wagt es? Du hast dieses Gerücht gehört und jetzt bist du hier, um sie zu finden? Tja, Mario hat die Prinzessin schon längst in Sicherheit gebracht. Peach. Pech gehabt. Mach halt das Beste draus und nutze die Zeit für einen Strandurlaub. Bäh, Strände sind schrecklich. Fast so schrecklich wie Sterne, die zu viel reden. Aber um dich kümmere ich mich, wenn ich Zeit habe, Prinzessin Peach zu entführen. Das ist meine Berufung im Leben. Egal, was ihr getan habt, ich werde sie finden und dann schnapp ich sie mir. Was ist dieses komische Strudelding? Nein, aus! Bleib weg! Im Gisser Sternbowser ist kein Hund. Schniff. Da kommt ein Geruch raus, der mich sehr an Peach Parfüm erinnert. Jawohl, sie ist hier, da bin ich mir völlig sicher. Ganz falsch.
Und ich soll zulassen, dass Marit sie vor mir findet. Vom Wedge Mode. Ja, nun tritt auch Bowser im Spiel auf. Ich habe mich schon gewundert, wo er bleibt. Er war schon wieder nicht mit Luigi. Wir sind in den Traumtiefen angekommen. Irgendwie kam mir die Gegend bekannt vor. Wo ist Traum Luigi? Er ist wohl unterwegs verloren gegangen. Aber er ist ein Teil der Traumwelt. Ich bin mir sicher, er taucht wieder auf. Wir müssen uns jetzt erstmal darauf konzentrieren, Peach zu finden. Mario. Was ist, wenn ich da wieder hochgehe? Ich bin ein Geisterjäger. Da ist ja wieder Traum Luigi. Traum Luigi, wo hast du gesteckt? Was, du warst die ganze Zeit direkt hinter Mario? Gut, es ist ein Traum. Da muss es bitte logisch nicht immer weit hier sein. Was ist, wenn ich jetzt wieder zurückgehen würde? Geht das überhaupt? Wer baut seinen Traum weggefangen? Was besseres, das kannst du nicht geben. Oder sag ich jetzt Glitzerstein etwas? Ich müsste jetzt sagen. Nö. Schade. Das wäre echt episch gewesen. Wirklich. Warum sag ich nicht, dass Bowser auf einmal aufgetaucht ist? Und warum. Warum sind Bowser und Marin sich nicht begegnet? Seltsam. Naja, zurück in den Traumtiefen. Da geht's weiter. Die Begrüßung immer. Das ist das Beste. Speichern. Nach den Ereignissen. Begib dich hinab mit dir. Okay, ich glaube. Das habe ich schon vorgelesen. Du bist der Beste. Keine Angst vor was. Bruder. Keine Angst vor Geistern. Ich bin kein Tollpatsch. Ich bin stark. Nimm mich mit. Mario, wo ist Peach? Nimm mich mit, Mario. Hey, lass mein Bruder in Ruhe. Mario, ich helfe dir. Oh, jetzt fügt sich das Bild zusammen. Das hier ist die tiefste Stelle von Luigis Träumen. Luigis Gefühle wirbeln hier unkontrolliert umher. In ungewissem Sinne befinden wir uns in Traum Luigi drin. Okay. Wenn man den 3D-Effekt hat, sieht das richtig episch aus. Der Traum, mit dem wir unterwegs waren, hat... Was? Der Traum, Luigi, mit dem wir unterwegs waren, hat sich mit diesem Ort vermischt. Das ist alles höchst verwirrend. Dies ist ein Ort fern der Logik. Gehen wir weiter. Ja, das stimmt allerdings. Mario, ich will mit. Okay.
Mario. Mein Bruder ist eine Weste. Warte auf mich, Mario. Da vorne lauert Gefahr. Von dort kommst du nicht mehr zurück. Spring zum Licht, um hier herauszukommen. Was hinter diesem Punkt liegt, weiß ich nicht. Hilfe! Mario, du hast die Wahl. Ich folge dir. Wir sind alle auf deiner Seite. Oh. Hey. Hey, sie. Willkommen im Blöcklemarkt. Ich habe einen Laden eröffnet, um den Ausbau des Pilzerparks zu finanzieren. Wollt ihr was kaufen? Items. Willkommen im Blöckles kleinen Laden. Bestimmt kommt jetzt irgendwie ein Kampf und begegnen Bowser. Bestimmt. Na gut, und Lantasma. Diesen Lantasma. Dann noch Ausrüstung. Die Schuhe wären was für Luigi. Das ist auch das Einzigste. Nix. Wo doch, den Kissel Latte. Gut. Dann speichern wir. Und gehen zurück in den Traumtiefen. Mal sehen, was uns jetzt erwartet. Bestimmt der übelste Scheiß. Mario, gehen wir. Oh, Traum-Luigi. Du Traum, Luigi? Oh, dieser Ort vertritt einen Gehirn. Die Gehirnwindungen. Mario, Traum, Luigi, wir müssen weiter. Prinzessin Peach kann nicht mehr weit sein. Ja, das stimmt aber. Dass ich da runterspringe. Oh. Ich hoffe, das wäre ein Loch. Oh, Peach und Phantasma. Mario. Mario. Ja. Nein. Dann ist es wahr. Phantasma. Hab ich euch. Bowser? Och, nee. Jetzt mal Klartext, böse der Kerl, der Peach entführt hat.
Was bist du denn für eine kleine Babyfledermaus? Ich muss ja aufpassen, dass ich dich nicht aus Versehen einatme. Bäh. Warum soll ich es nicht gemacht? Im Ernst? Das war's schon. Was für ein Schwächling. Mario, wir müssen diesen Ort verlassen. Kehren wir in die Wachwelt zurück. Toller Fluchtplan, ihr Flachpfeifen. Jetzt kämpft. Aber der Santas mal wieder. Jetzt wird gekämpft, Mario. Wie konntest du Peach nur von dieser Mücken führen lassen? Bei sowas lässt man den Experten ran. Das ist dein Ende. Was ist das? Hab ich da was? Nein. Weg. Hör auf, Phantasma. Wark. Bäh. Beine Briefe. Zurück. Zurück in die Wachwelt. Hör auf, lass das, hau ab. Ach du Scheiße. Ich wollte die Macht von dieser Prinzessin. Aber jetzt nicht mehr. Du bist doch viel mächtiger als sie und böser. Schließe dich mir an. Du hast aber eine feuchte Aussprache, Fledervieh. Ich schließe mich niemanden an. Schluss. Das kann ich nicht zulassen. Grie, schweig still. Ich kann dir helfen, deine Träume zu erfüllen. Grie. Du wirst stärker als in deinen wildesten Fantasien. Was soll das heißen, du Mie-Vampir? Ich gebe dir die neue Fähigkeit in Grie. So kannst du deine roten und grünen Feinde zerschmettern. Ich hatte immer das Gefühl, dass meine alten Moves die ein oder andere Schwachstellen hatten. Als Gegenleistung verlange ich nur, dass du mir hilfst. Wenn ich ja sage, hörst du dann mit deinen Krächzen auf? Was mir auffällt, dass man irgendwie fast den gleichen Sprachfehler wie Krankfried. Vielleicht sind wir, naja. Aber Krankfried ist ja im letzten Teil ja gestorben. Hört sich ja schlimmer an als eine gestrandete Blupone. Oder Blupone. Schlechte Nachrichten für euch, Super Loser Bros. Der neue verbesserte Bowser, ja 20% größer und bis zu 35% böser. Phantasma, nein. Wir werden unaufhaltsam sein. Legen wir los. Fight gegen Bowser oder Phantasma? Fragezeichen. Ach, holy crap, ey. Bowser. Hä? Wieso hat der einen zuerst mich nicht getroffen und dann schon? Checke ich schon wieder nicht. Mich dann noch unbedingt teilen.
heilen. Das kann ich jetzt nicht machen. Was zum Teufel war da jetzt vor? Und hier ist einer auf Marker, da bitte. Hä? Wie kann man dem ausweichen? Check ich nicht. Traumkugel. Damit die Fledermäuse da weggehen. Also die dutzenden weißen Antasmas. Bestimmt müssen wir Bowser besiegen. Die Antasmas ist nur Ablenkung. Und nochmal heilen. Als ob sie einen Geheilt... Scheiße. Maritra... Nein. Das war auch ziemlich unfair. Bis zum nächsten Part von Mario und Luigi. Luigi und Bros.